Grüß Gott, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie es denn eigentlich jetzt um den Pöli 1 so ausschaut. Und da ist interessanterweise relativ viel, ich sag mal, Lärm rundherum, weil nicht überall Pöli 1 draufsteht, wo es auch drinnen ist. Erstens das und zweitens ziemlich viel, man könnte sagen, Missbrauch mit Pöli 1 getrieben wird. Schauen wir zum Beispiel hier mal den ersten Treffer an. Hier zum Beispiel nennt sich ein User Pöli 1 und ein Peugeot 205 besitze ich nicht, also ist das hier jemand anderer. Ob er Pöli 1 in dem Sinn jetzt faked oder nicht, ist eine andere Frage. Vielleicht existiert der Benutzer schon vor meinem YouTube-Kanal, das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, nicht überall ist Pöli drin, wo es draufsteht. Dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir irgendeine komische Homepage, bla bla, Amazon-Bücher, Video, Video, Video und dann auf einmal tauchen da unten meine Videos auf. Frage ich mich auch ein bisschen, wer hat dieser Person erlaubt, das hier einzubinden? Ich meine, wenn ich das anklicke, dann läuft es hier eingebettet. Hallo Leute, heute geht es um. Obwohl ich das, obwohl ich eben Einbetten deaktiviert habe. Wir werden uns das nachher dann noch anschauen bei einem anderen Beispiel. Und da frage ich mich echt, was da los ist. Was, ob YouTube da vielleicht die Videos weiterverkauft, wie auch immer. Ich meine, sehr schön gestaltet ist die Seite ja nicht. Drum, meine einzige Chance ist eben hier immer Pöli 1 YouTube reinzuschreiben. Manchmal mache ich es eben auch nicht, aber das ist die einzige Chance hier für mich, das zu kennzeichnen. Ich meine, da unten gibt es ebenfalls wieder einen Einbetten-Code, der natürlich dann wiederum nicht ausdrücklich mich als Quelle nennt. Na gut, wie gesagt, das war das nächste Beispiel. Und dann hier haben wir eine Seite, die heißt Dating-Website. Like Minds, okay. Hier sind auch wieder ein paar Videos von mir. Sogar ziemlich aktuelle, also die sind ja nicht mal. Okay, das ist schon etwas älter, aber die sind ja noch nicht mal ein Jahr alt. Tauchen hier schon auf. Ah, okay, hier braucht man sogar eine Registrierung dafür. Ganz toll. Ja, oder hier. Auch das Video Ich habe läuft mir heute einfach. mal was Neues überlegt und Das Video zwar. läuft auch, ohne irgendwie auf mich hinzuweisen. Okay, hier habe ich den Link drin, ist sehr ganz praktisch, aber trotzdem komisch, dass die hier sich einfach meine Videos nehmen und so tun, als wäre das. Oder hier, Cast TV, play dieses Video on YouTube, klickst du drauf, bist du nicht auf YouTube, sondern auf Cast TV. Und dann läuft das hier zwar als YouTube, aber eigentlich ist es wahrscheinlich nur ein Iframe, weil da oben ist eben weiterhin diese komische Leiste. Na gut, immerhin ist das noch am, sagen wir, ehrlichsten. Dann auch in diversen Foren werde ich diskutiert, und zwar da, es gibt neue Videos von diesem Pöli 1. Dann irgendwo schreibt da unten einer, so peinlich wie der Rest. Obwohl, ihm Respekt sagen müsste. Das ist nicht schlecht. Na gut, ist aber auch schon von Ende 2009, also auch nicht mehr ganz so neu. Gehen wir hier vorher noch weiter. Und hier auch irgendwie eine schwach gehaltene Website, die alle meine Videos listet. Wenn man da draufklickt, läuft das auch eingebettet, obwohl es deaktiviert ist. Hier ebenfalls wieder Einbetten-Code. Verstehe ich alles nicht. Also vielleicht, wenn die Inhaber dieser Webseite sich bei mir melden würden, wäre das ganz toll, dass wir das mal durchbesprechen. Hier ebenfalls stehen sogar die Texte dabei. Auch wieder relativ neue Videos dabei. Was immer das für eine Homepage hier ist. Ich will mich damit jetzt noch gar nicht beschäftigen. Ja, oder dieses nette Forum hier, schreibt gleich mal Nutte neben meinen Namen. Und wenn diese Kollegen zuschauen würden, wäre es ebenfalls nett, wenn sie sich ein bisschen rechtfertigen würden.
wie gesagt, das Problem ist, dass viele nicht verstehen, dass manche Videos halt, besonders auch die früheren, natürlich vielleicht nicht immer ganz so ernst gemeint sind, wie sie ausgesprochen werden. Also wenn ich jetzt hier so lustig 3 Minuten irgendwas erzähle über Anmachsprüche, dann heißt das ja nicht wirklich, dass das so auch ernst gemeint ist, sondern halt vielleicht nur mal zur Unterhaltung dient. Also vielleicht ist der Pöli gar nicht immer so lustig, wie er alle denkt. Und vielleicht sind manche Sprüche nur erfunden. Also, wie soll ich sagen? Naja, jedenfalls meint er halt dann schwule Anmachsprüche. Nein, schwule Aussprache. Na, ganz toll. Okay, dann hat einer halt schon erwähnt, dass ich die Kokosnuss einmal aufmache. Nun ist die Zigeuner mit Werkzeugkisten. Hahaha. Die wissen wohl alle nicht, was in diesen geilen Werkzeugkisten drinnen ist. So viel alte Hardware haben die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gesehen. Klassiker. Ja, irgendwann wird es dann auch schon wieder ruhig. Ja, irgendwo schreibt halt dann einer, dass ich Leukämie gehabt habe und dann wäre ich eine Frechheit und dann ist auch schon wieder ruhig. Also wie gesagt, auch also die Kollegen einen lieben Gruß. Genau, und das war eben dieses Video, was wir jetzt hier vorher auf dem Forum gesehen haben. Und hier sieht man eindeutig, dass das ist nicht nur jetzt, sondern auch in der Vergangenheit so gewesen, dass die externen Seiten das nicht abspielen dürfen. Und jetzt frage ich mich, warum das trotzdem noch möglich ist. Ich meine, ich weiß nicht, wenn irgendein YouTube-Mitarbeiter zuschaut oder ein Admin oder was weiß ich, was da alles gibt, dann sitzt ihr mal nicht nur in euren großen Büros herum, sondern macht mal was dagegen, weil das kann ja nicht sein, dass man da auf Nein klickt und das können die anderen Leute trotzdem lustig einbetten. Ich meine, ich weiß ja nicht. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht sind diese Videos einfach zu lustig und sollten halt gesperrt werden. Damit das nicht nur missverstanden wird, ich habe dann eh jetzt eine Meldung eingeblendet. Und wie gesagt, das sind halt die alten Videos von vor wahrscheinlich fast ein Jahr oder so, keine Ahnung, wann ich das. Okay, Ende zu 9. Naja, doch, fast ein Jahr. Jetzt haben wir August und das habe ich im September reingegeben. Naja, jedenfalls würde mich wirklich interessieren, warum das immer noch funktioniert. Ich meine, wenn es wirklich von YouTube eingebettet ist, dann müsste es eigentlich mit der Funktion funktionieren. Wenn es natürlich woanders raufgeladen ist und von woanders gestreamt wird in dem Sinn, dann ist natürlich klar. Dann kommt aber zusätzlich noch der Faktor dazu, dass das Video von mir geklaut worden ist. Naja. Also wie gesagt, schönen Gruß an alle Kollegen, die das jetzt vielleicht an alle, die da draußen das gesehen haben und geschrieben haben und eingebettet haben und was weiß ich. Ist ja cool, dass mehr oder weniger Werbung für mich gemacht wird, aber wenn es ein bisschen zu tief unter die Gürtellinie geht oder ein bisschen zu oft geklaut wurde, dann ist es ein bisschen mühsam. Ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Tag. Bis bald, Pöli out.